Also bei der Breite von der Gardine außen ist es halt wirklich wichtig, dass man beachtet, entweder Raumbreite, wenn die Schiene von Wand zu Wand geht, oder wie in dem Fall hier ist es ja so, dass wir die Gardine ein bisschen breiter gemacht haben, wie die lichte Maueröffnung. Und bei der Höhe ist es halt wichtig, ich muss im Vorfeld von vornherein festlegen, wird es eine Deckenschiene oder wird es eine Stielgarnitur. Ich kann die Gardine oder die Gardinenstange schon anpassen an der Decke. Es ist dann optisch, wenn ich drauf gucke, gerade aussieht. Aber von der Höhe bei der Gardine muss ich halt dann wirklich aufpassen. Da muss man halt so messen, dass ich wenigstens so 10 cm auf dem Fußboden oder halt 5-6 cm über der Fensterbank, manchmal halb hoch im Fenster, den Kunden fragen, wie er das möchte. Und dann kann man das schon anpassen. Ich denke, beim Messen geht es schon los, sag ich mal. Da muss man aufpassen. Wenn ich jetzt die Raumhöhe jetzt zum Beispiel angebe und ich mache eine Deckenschiene, der Klassiker, die Breite von der Schiene, von dem Schnellspanner, ich komme meistens noch 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter runter. Das wird oftmals nicht berechnet, dass dann die Gardine vielleicht zu lang ist. Beim Plissé ist auf jeden Fall wichtig, ich muss wissen, wo ich es hinmontiere. Und dann muss ich halt wirklich auch so messen, dass das Plissé in die Falz reinpasst. 1-2 Millimeter Luft, dass ich schieben kann, ohne dass es irgendwo stecken bleibt, sage ich mal. Zu beachten, da wenigstens 2 Millimeter abziehen, ansonsten kann man da eigentlich nichts verkehren. Zu 99% gibt Plissés in jede Fensterform. Also bei einer Sonderform sage ich zu 100%, dass der Kunde das vermisst. Da muss man aufpassen, also da rate ich eigentlich jeden von ab. Wir haben so kostenlosen Aufmachservice und das würde ich von Profis messen lassen, das ist so. Weil alles andere macht keinen Sinn. Ja, das Verknoten passiert eigentlich nur, wenn ich das nicht ordentlich aufmache. Also das ist ja am Ende immer um das Plissé drumherum gewickelt, der Faden. Und den Schuh, die stecken immer an den Seiten bei dem Plissé drin. Und da reicht schon, wenn ich die verkehrte Seite rausziehe und den Faden abwickle, schon habe ich einen Knoten drin. Und der Faden ist normalerweise das, was am längsten hält. Der Faden geht normalerweise nicht kaputt.